Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Part 59, dem vorletzten Part von der Jasmin Legacy, der Disney Legacy Challenge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sind heute tatsächlich in diesem vorletzten Part dieser Generation nicht mal bei uns im Palast, sondern wir werden heute Cleo besuchen. Es gibt heute endlich den lang versprochenen und vielleicht auch lang ersehnten Cleo-Part. Wir werden mal schauen, wie es ihr geht in San Myshuno. Sie ist ja vor einiger Zeit dorthin ausgezogen, ist Politikerin geworden, ist mit ihrem guten Freund Alexander zusammengezogen. Wir werden mal uns alles angucken, wie es bei ihr so in der Zwischenzeit abgelaufen ist und was wir da vielleicht jetzt nochmal ein bisschen drehen können und machen können. Da will ich auch gar nicht so lange drumherum reden. Doch eine wichtige Sache muss ich noch sagen. Und zwar vielen lieben Dank für euer ganz positives Feedback zu meiner Ankündigung von meinem Community-Projekt. Falls ihr noch nicht das Video gesehen habt, schaut gerne nochmal vorbei. Und zwar wird es die Bachelorette auf meinem Kanal geben. Und ihr könnt dafür noch bis nächste Woche, glaube ich, bis Ende der Woche Männer einreichen, die um das Herz der Bachelorette kämpfen können. Macht das sehr gerne. Alle Infos findet ihr in dem Video, was ich euch hier verlinkt habe. So, und jetzt höre ich auch auf zu reden und wir fangen einfach an und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. So, und deswegen gehen wir jetzt hier nach San Myshuno. Wo wohnt sie denn jetzt nochmal? Ich habe schon wieder alles vergessen. Wir müssen mal kurz suchen. Hier? Oh mein Gott. Das war jetzt aber ein Glücksgriff. Okay, hier sind wir. Moment, ich nehme noch schnell einen Schluck Kaffee. Okay. Auf jeden Fall ist eine Sache passiert, von der wir noch nichts wussten, die aber auch irgendwie sinnvoll ist. Und zwar ist Alexander inzwischen Erwachsener und Cleo, wie ich hier gerade gesehen habe, auch. Also, wir haben Donnerstagabend, 22 Uhr. Ach, heute ist noch diese Staffelpremiere, ne? Dann können die doch hier mal zusammen diese Staffelpremiere sich erstmal angucken. Ja, ihr seht schon, ich habe es immer noch nicht geschafft. Obwohl ich mir... Oh mein Gott, ey. Ich habe hier... Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich habe mir extra ein Post-it gemacht, um mir das Slice of Life auf Deutsch ins Spiel zu holen. Und ich habe es trotzdem vergessen. Na gut, willkommen in meinem Leben. So, die beiden schauen sich jetzt hier zusammen diese Staffelpremiere an. Hat sich denn hier in der Zwischenzeit bei denen irgendwas ergeben? Anscheinend nicht. Haben die irgendwie Gefühle gegenüber? Sie sind gute Freunde. Oh mein Gott. Und er findet sie sehr, wirklich sehr attraktiv. Wir schauen uns mal an, wie das aus Cleos Perspektive ist. Den Mod hatte ich ja damals noch nicht, als die noch zu Hause gewohnt hat. Oh, sie findet ihn auch sehr attraktiv. Meine Güte, das sind ja hier, also, bessere Voraussetzungen könnten wir ja gar nicht haben. Wir müssen natürlich bedenken, dass hier in der Zwischenzeit ultra viel passiert ist. Das heißt, wir können uns jetzt so ein bisschen auch was dazu ausdenken. Und ich würde jetzt einfach auch mal sagen, die beiden, die leben hier immer noch, die sind erwachsen, ne? Die leben immer noch in ihrer WG zusammen, die ich in der Zwischenzeit auch nicht mehr eingerichtet habe. Hier stehen immer noch die Kartons rum. Wir ignorieren das einfach mal an der Stelle. Oh nein, hat sich jetzt mein Spiel aufgehangen? Ich wollte nur im MC Command Center Alexander ein anderes Outfit anziehen. Ich warte mal ein paar Minuten, vielleicht fängt sich's ja nochmal wieder. Okay Leute, ich habe das Spiel jetzt neu gestartet. Ich habe vorsichtshalber jetzt den MC Command Mod nochmal neu reingenommen. Der hatte anscheinend ein Update. Ich hoffe, es bessert irgendwie was. Ich hoffe, es gibt jetzt keine Probleme mehr. So, wir sind wieder genau da, wo wir eben aufgehört haben. Ich hatte gesagt zuletzt, dass ja, die beiden kennen den Alltag miteinander und haben da sicherlich auch schon den einen oder anderen Moment miteinander erlebt, wo es irgendwie in eine Richtung ging, wo beide sich so dachten, sie wünscht sich hier auch. Oh mein Gott, sie wünscht sich ein Baby zu machen. Oh mein Gott, das habe ich jetzt nicht erwartet. Vielleicht waren sie auch mal auf einem Date zusammen, aber irgendwie traut sich dann keiner so wirklich. Und ich glaube, das nehmen wir jetzt einfach heute mal ein bisschen in Angriff, weil das wünscht ihr euch auf jeden Fall auch alle, dass die beiden miteinander glücklich werden. Und ich wünsche mir das sehr. Oh, süß. Ich glaube, hier sind jetzt alle auch ein bisschen müde. Die sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Wir gehen jetzt mal eine Runde schlafen. Und dann, genau, muss sie auch, glaube ich, zur Arbeit morgen, ne? Ja, heute ist Freitag. Heute hatte sie frei. Morgen muss sie von 8 bis 15 Uhr arbeiten. Nee, 2 Tage bis zur Arbeit steht hier. Ja, sie ist Politikerin, Stufe 4 von der Karriere. Politikerin? Ach so, deswegen steht das hier auch. Oh mein Gott.
was ist mit meinem Kopf heute los? Sie ist Gemeindeorganisatorin im Moment. Da würde ich auf jeden Fall auch gerne versuchen, das ein bisschen voranzutreiben. Aber wir überspringen jetzt erstmal die Nacht. Alexander kann auch mal schlafen. Okay, oh, der ist auch gar nicht müde. Egal. Wir gehen jetzt alle mal hier schlafen und dann sehen wir uns am nächsten Morgen wieder. So, Cleo ist schon sehr, sehr früh wach. Sie muss sich gleich unbedingt mal die Zähne putzen und sie ist heute böse gesinnt, weil sie ist ja hitzköpfig. Sie isst jetzt hier gerade mal ein bisschen Frühstück und hat sich Musik angemacht. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Hä, wo ist denn hier eine Musikanlage? Ich check's nicht. Hä? Ach da! Erstmal suchen. Okay, sie wünscht sich immer noch ein Baby zu machen. Ich wollte jetzt hier gerade mal gucken. Ich habe ja inzwischen auch den Woohoo Wellness Mod. Hat sich jetzt das Merkmal, sie ist neutral eingestellt gegenüber einer Schwangerschaft. Ich finde aber, wenn sie sich hier wünscht, ein Baby zu machen, dann würde ich das, glaube ich, gerne umstellen. Ah ja, genau. Sie würde gerne schwanger werden. Ich weiß immer noch nicht, was sie machen muss, um erfolgreiche Anliegen voranzubringen. Ah, dann machen wir das doch nochmal, dann prüfen wir das nochmal ab. Das können wir auf jeden Fall am Computer anscheinend machen. Wie weit ihr Anliegen, was sie anscheinend schon in Gang gesetzt hat, irgendwie vorangetrieben werden konnte. Sie hat 0 Simoleons gesammelt, besitzt 3 registrierte Unterstützer. Ah, wie so eine Art Petition oder sowas wahrscheinlich. Ich weiß nicht, vielleicht können wir quasi Leute davon überzeugen oder so von unserem Anliegen. Was wünscht er sich? Er wünscht sich Party Frenzy zu spielen. Und er möchte so Sachen mit Mixen und Kochen machen. Liebt er irgendwie Kochen? Kann das sein? Und zwar gucken wir uns jetzt mal seine Merkmale an. Also Alexander ist ein Bücherwurm, er ist ordentlich und kindisch. Oh, und er möchte gerade keine Kinder bekommen. Sehr interessant, okay. Es ist nur realistisch, da jetzt hier alle erwachsen sind, dass er sich auch einen Job sucht. Ich dachte mir jetzt, Koch könnte vielleicht was für ihn sein, wenn er da irgendwie so affin ist, irgendwie in die Richtung. Dann machen wir das. Schlagen wir mit ihm mal die Kochkarriere ein. Cleo spielt jetzt E-Gitarre. Cleo, du überraschst mich immer wieder. Ich hab dich so vermisst. Oh, so cool. Oh mein Gott, und er? Er wünscht sich das jetzt auch? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Er hat jetzt auch den Wunsch, Baby machen. Ach, wegen dem Grundstücksmerkmal? Ist das irgendwie so ein Fruchtbarkeitsding oder sowas hier? Ups. Und ich wundere mich so, dass sie alle Babys machen wollen. Tatsache, fruchtbarer Boden. Ja, pff. Was kann ich dafür? Das war schon so. Okay, er wünscht sich auch, ein Baby zu machen. Dann ist das so. Dann müssen wir für ihn auch den Wunsch einstellen. Oh mein Gott, das wäre so schön, wenn die ein Baby bekommen würden. Ah! Okay. Okay, 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 okay. Beruhigen wir uns wieder. Und dann könnt ihr auch heute Abend vielleicht so ein kleines Date irgendwie machen, dass ihr ihn jetzt so fragt, so, was machst du heute Abend? Wollen wir nicht mal wieder irgendwie was zusammen unternehmen, so ein bisschen weggehen und so? Wir fragen mal, ob er Single ist. Offiziell wissen wir das ja gar nicht. Man fragt so, wie läuft's da aktuell so in deinem Liebesleben? Och du, weißt du, ich bin Single. Zwinker, zwinker. So, Cleo muss zur Arbeit. Hä? Sie muss heute nicht zur Arbeit. Ach, heute ist Freitag. Oh mein Gott. Es passiert mir so oft, dass ich auf die Uhr gucke bei Sims und denke, ach, heute ist ja der und der Tag. Und dann ist es aber schon nach 0 Uhr. Oh, ich check das einfach nicht. Ich habe einfach das Konzept von Wochentagen und Zeit nicht verstanden. Mit 31 Jahren. Ob mir noch zu helfen ist, weiß ich auch nicht. So, gut. In diesem Sinne, wunderschön, haben wir ja frei heute. Das ist ja noch besser. Wir werden heute kein Baby machen. Das wäre vielleicht ein bisschen überstürzt. So, also draußen regnet, ist nicht so schön, muss ich sagen. Aber wir finden bestimmt trotzdem was Schönes, was wir machen können. Er ist sehr glücklich. Er ist super glücklich. Über ein neuestes Buch kann Emma mit ihr reden. Er ist ja ein Bücherwurm. Und Alexander wird angerufen. Who are you? Alexander wird schon wieder angerufen. Schon wieder von dieser Frau. Hier. Ist das Bella Grusel? Oh. Oh mein Gott, Entschuldigung. Und sie ist noch erwachsen, das funktioniert nicht. Mir hatte auch jemand in die Kommentare geschrieben, ob ich denn die Alterung für nicht gespielte Sims anhabe. Ich gucke jetzt mal gerade kurz. Oh, automatisches Altern ungespielte Sims. Hups, ja gut. Hatte ich nicht an. Machen wir mal. Eine sehr gute Entscheidung. Vielen Dank für deinen Kommentar, dass dir das aufgefallen ist. Jetzt haben wir es auf jeden Fall angestellt, weil das macht wirklich gar keinen Sinn, dass seine Mutter, Bella Grusel, immer noch erwachsen ist, wenn er selber schon erwachsener ist. Das müssen wir dann nochmal künstlich umändern. Können wir hier im Umkreis von unserer Wohnung irgendwas machen? Bin hier noch nie so wirklich rumgelaufen, muss ich ehrlich sagen. Hier steht auf jeden Fall irgendwer. Aber manchmal ist das Spiel wirklich auch sehr speziell.
wir reisen mal. Wir gucken mal, was es Schönes gibt, wo wir hinfahren können. Also, ich habe noch mal eben schnell ein Grundstück platziert, eine Bibliothek-Café, wo die beiden jetzt so ein bisschen den Tag verbringen können. Ich meine, bei so einem regnerischen Wetter ist es vielleicht auch perfekt, irgendwie so ein bisschen gemütlich drin zu sein. Und Alexander ist ja so ein, oh Gott, das passiert ja wirklich gar nicht. Alexander ist ja so ein Bücherwurm. Deswegen habe ich gedacht, ist Bibliothek vielleicht ganz cool, und Cleo überrascht ihn jetzt sozusagen damit, dass sie sagt, hey, komm, wir können den Tag in der Bibliothek zusammen verbringen, ganz gemütlich und so ein bisschen gemütlich machen bei dem regnerischen Wetter da drin einfach. Einen Kaffee trinken und du kannst ein bisschen was rumstöbern, ein bisschen was lesen, keine Ahnung. Nicht wundern, das ist hier jetzt ein bisschen nicht so schön geworden. Hier waren irgendwie die Fenster weg, weil ich die anscheinend nicht hatte. Deswegen habe ich gerade neue Fenster platziert und naja, ich hatte es ein bisschen eilig, wie man sieht. Alexander sitzt jetzt hier unten und liest ein bisschen was. Ich finde es richtig schön. Und Cleo setzt sich jetzt hier oben ein bisschen an den PC und checkt so ein bisschen ab, wie es denn eigentlich mit ihrer Petition aussieht. Wieso haben wir uns so warm angezogen? Möchte sie jetzt damit rausgehen? Nein. Okay, ihr ist es wohl nach frischer Luft. Oh mein Gott, Alexander. Ah, der sitzt hier draußen. Oh nein, und da kommen die anderen. Die haben auch alle Bücher dabei. Oh mein Gott, das ist so niedlich irgendwie hier. Cleo gönnt sich ihren Kaffee. Ich liebe alles da dran. Vielleicht ist er auch irgendwie so ein Wissenschaftler. Vielleicht ist Koch doch nicht das Richtige für ihn. Ich meine, für uns ist es alles nicht so wichtig. Wir spielen diese Story nicht aktiv. Mein Kameraakku war leer, aber jetzt bin ich wieder da. Ja, wir wollen jetzt hier das Ganze natürlich auch mal ein bisschen voranbringen. Wir werden jetzt mal ein bisschen anfangen zu flirten hier draußen. Das trauen wir uns jetzt einfach mal. Und versuchen, Alexander hier ein bisschen von seinem Buch abzulenken. Ich verstehe immer noch nicht ganz, warum wir jetzt draußen sind, aber ich will hier auch nicht zu viel hinterfragen. Okay, jetzt kommen hier irgendwie Leute, die Hausaufgaben machen und die irgendwie Sachen machen wollen. Deswegen werden wir jetzt mal fragen, ob wir vielleicht noch woanders hingehen wollen. So, Alexander wird jetzt nochmal ein bisschen von dem neuen Buch erzählen. Cleo, bleib sitzen! Und ich glaube, sonst fahren die beiden jetzt auch gleich mal nach Hause. Er hat, glaube ich, schön stöbern können, ein paar Bücher. Cleo hat entspannten Kaffee getrunken. Also ein ganz, ganz ruhiger, entspannter Tag. Aber er merkt natürlich auch, dass sie da jetzt so ein bisschen am Flirten ist und flirtet jetzt einfach mal ein bisschen zurück. Er wird ihr jetzt einfach mal so durch die Blume sagen, weißt du, Cleo, du weißt ja und du spürst das doch auch schon die ganze Zeit, dass da irgendwie sowas ist zwischen uns. Und sie sagt so, ja, natürlich merke ich das auch und wird ihm das quasi genauso zurücksagen. Oh mein Gott, und jetzt haben wir eine Liebesleiste. Yes. Okay, ich glaube, die beiden, die werden jetzt 17 Uhr, haben ein bisschen Hunger. Vielleicht fahren sie jetzt mal nach Hause und dann können wir was zusammen kochen oder so. Okay, Cleo hat sich entschieden, dass hier heute nicht gekocht wird. Dann kann Alexander sich ja auch einfach mal eine schnelle Mahlzeit nehmen und zwar so ein Sandwich. Erregendes Geplänkel. Ach, hey, Emily. Okay, ja gut. Das ist ja das, worauf wir hinaus wollten. Also brauchen wir uns jetzt auch nicht wundern. Es ist trotzdem aufregend. Dann werden die beiden sich mal ein bisschen zusammen aufs Sofa setzen, mal ein bisschen was Gemütliches anziehen. Alexander ist so ein bisschen unbeholfen. Ich denke, er wird jetzt, oh mein Gott, er wird es jetzt wagen. Und die beiden sind hier ein bisschen am Flirten. Und ich hoffe so sehr, dass wir einen ersten Kuss hinkriegen. Ah! Darauf habe ich so lange gewartet. Oh, der klassische Move, da ist er doch. Und Cleo denkt sich, endlich ist es soweit. Endlich kriegen wir das hier mal hin. Oh mein Gott. Sind sie nicht niedlich? Okay. Die beiden denken sich auch so, mein Gott, wieso haben wir das so lange nicht hingekriegt? Oh, es ist soweit, Leute. Es ist soweit. Könnt ihr das fassen? Ja! Und die beiden sind erwachsen. Die haben das so lange rausgezögert. Die freuen sich so sehr, dass sie das jetzt endlich hingekriegt haben. Und er wird sie direkt fragen, ob sie dann seine Freundin sein möchte. Und sie wird jetzt natürlich ja sagen. Oh mein Gott! Süß, das habe ich ja noch nie gesehen mit dem Selfie. Guckt ihn euch mal an, wie happy er ist. Weil sie, oh, sie hatte immer den Lebensstil glücklicher Single. Vielleicht hat sie es deswegen auch so lange rausgezögert, weil sie natürlich auch damals in ihrer Jugend ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht hat und vielleicht ein bisschen Vertrauensprobleme hatte mit der Zeit. Aber ich glaube, nach all den Jahren, sag ich mal, ist es jetzt auch vielleicht für sie in Ordnung, dann ihr glückliches Single-Dasein dann mal aufzugeben.
So, Cleo ist schon wieder sehr früh wach. Sie ist schon am Duschen. In 5 Stunden muss sie dann auch tatsächlich zur Arbeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssten irgendwie noch was anderes machen, um hier unser Anliegen ein bisschen voranzubringen. Weil das ist ja das, was wir hinkriegen müssen. Wir müssen das erfolgreich voranbringen. Ach, das ist abgeschlossen. Hä? War das die ganze Zeit schon abgeschlossen? Oh mein Gott, wahrscheinlich war es die ganze Zeit schon abgeschlossen. Das heißt, wir gehen heute zur Arbeit und werden vielleicht mit Glück befördert, oder? So, Alexander ist auch aufgestanden. Er wird jetzt erstmal zu Cleo kommen und ihr einen Kuss geben, um zu sehen, ob es nicht nur ein schöner Traum war, den er da hatte. Hier ist alles voll mit Techtelmechteln. Das Spiel schmeißt mir das ja vor die Füße. Heiratsantrag, Leute, übertreib doch nicht. So, sie können sich küssen und mal knuddeln. Cleo! Diese Frau hatte schon immer drauf gehabt, schöne Situationen zu zerstören. So, und wir können jetzt gleich mal gucken. Ich hatte ja mit Alexander jetzt die Kochkarriere eingeschlagen. Wir werden den Job wieder kündigen. Wie gesagt, es ist jetzt für unser Spiel eigentlich herzlich egal am Ende des Tages. Aber ich finde es irgendwie schöner, wenn es dann auch ein bisschen realistischer alles ist. Okay, dann machen wir jetzt einfach das Schriftsteller-Ding. So, Cleo kommt jetzt gleich von der Arbeit nach Hause. Alexander macht schon mal ein bisschen Mittagessen. Und ich glaube, es ist gut, dass er nicht die Kochkarriere eingeschlagen hat, weil... Guckt euch das hier an. Ich bin so gespannt, ob Cleo befördert wird. Oh nein, schade. Aber sie hat 343 Simoleons mit nach Hause gebracht. Okay. Gut, dann vielleicht am nächsten Tag, wo unsere Leistung jetzt schon ziemlich gut ist. Die Qualität ist schlecht. Oh nein. Naja, er hat sich Mühe gegeben. Ich denke, wir können Cleo auch nochmal ein Umstyling geben. Vielleicht gehen wir nochmal einmal ganz kurz in den Cars. Und geben Cleo vielleicht nochmal ganz kurz eine neue Frisur. Das könnte ihr vielleicht auch stehen. Vielleicht finde ich das gut. Vielleicht so ein bisschen länger. Ich glaube, die finde ich cool. Wollen wir ihr die einfach geben? Okay, Cleo, herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Frisur. Oh, das sieht gut aus, Cleo. Schön. Okay, Leute, ich glaube, ich könnte noch ewig bleiben, aber ich glaube, ich muss den Part jetzt an der Stelle mal beenden. Wir werden auf jeden Fall immer mal wieder auch bei ihr reinschauen, auch wenn dann die Pocahontas Legacy startet. Aber für heute muss ich, glaube ich, einen Cut machen. Ich hoffe sehr, dass euch der Part gefallen hat. Ich fand es so schön, mal wieder hier bei Cleo zu sein. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr happy seid, dass die beiden jetzt endlich zueinander gefunden haben und was ihr zu dem Kinderwunsch der beiden sagt, also dass die beide sich jetzt irgendwie gewünscht haben, ein Baby zu machen. Und, ja, ansonsten wird es nächste Woche dann natürlich ganz normal weitergehen. Es ist dann Part 60, der letzte Part von der Jasmin Legacy. Wir müssen dann Abschied nehmen. Es wird also ein Special Part und wir werden Geburtstag feiern von Carlo und Polly und dann wird es eine kleine Pause geben, während ich dann das Bachelorette Projekt mache und dann wird es da mit dem Part 1 losgehen oder weitergehen. Ich hoffe, ihr seid dann auch alle wieder mit dabei im nächsten Part. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, wünsche euch jetzt noch einen ganz schönen Tag und eine schöne Woche. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.